Hallöchen und willkommen hier zu einer neuen Folge Far Cry 5. Wir sind hier gerade noch auf John Reeds Farm unterwegs, beziehungsweise Ranch, die wir ja in den letzten Episoden erobert haben. Und ab und zu kommt hier mal ein Hubschrauber vorbeigeflogen von den Reeds und schaut hier vorbei und greift uns an. Allerdings ist hier gerade recht ruhig und ich würde sagen, wir kümmern uns mal ein bisschen um den guten Larry und um vielleicht die Eierfeier. Müssen wir mal gucken, ob wir das schaffen. Ansonsten das, was unterwegs halt so auftrifft. Ne? Also ich meine, wir haben ja sicherlich noch einige Peggys, die wir erledigen müssen. Von daher sollte es nicht das Problem sein. So, ich würde sagen, wir fahren mal los. So. Oh Gott. Radio aus. Ja, ist schwierig. Das Schlimme ist, sie hat ja recht. Das ist das Furchtbare an der ganzen Sache. Moment, wir müssen ganz kurz auf die Karte gucken. Wo müssen wir denn überhaupt hin? So, wir haben auf jeden Fall hier noch ein Gewächshaus. Könnte man zum Gewächshaus fahren? Da ist ja auch noch irgendwas. Denn es gibt auf jeden Fall einige Stellen, wo man noch ein bisschen Zeug looten kann. Und es ist gar nicht so schlecht, wenn wir da vorbeischauen. Na, vielleicht finden wir da irgendwas Sinnvolles. Oh, da sind Feinde. Okay. Oh mein Gott! Das geht ja schon richtig gut los. Oder auch nicht. Oh fucking shit. Okay, ich wickel mir mal hier eine Bandage um den Kopf. Oh shit, ich glaube Grace ist gerade verbrannt. Okay, Wiedersehen Grace. War nett, dich kennengelernt zu haben. Das geht ja richtig gut los. Oh, Freundchen. Ich hoffe, Grace kommt irgendwann wieder, denn das wäre echt extrem ungünstig, wenn ich hier, naja, das zeitlich gesegnet hätte. Wir können mal ganz kurz schauen, was denn unsere Begleiter sagen. Okay, in... Ja, okay, alles klar, passt. 12 Minuten ungefähr ist sie wieder da. Von daher alles in Ordnung. Kann ich Grace mal kurz das Päuschen gönnen. Was bauen hier Schönes an? Irgendwelche Drogen oder sonstiges? Keine Ahnung. Oh, ich hab... Das ist... Kann ja sein, dass das Bliss ist. Denn man sieht ja so ein bisschen... Ja, man hat so ein bisschen Drogeneinfluss, Freunde. Das ist hier auf jeden Fall nicht so gesundes Zeug. So, wir haben noch nichts zum Plündern hier. Hier ist gar nichts zu holen. Und unser Auto ist natürlich auch noch kaputt. Wie soll es da noch anders sein? So, wir gucken mal ganz kurz hier vorne. Boah, einmal richtig einen Brand verursacht. So, kommen wir hier rein? Haben wir da irgendeinen wichtigen Loot drin? Ne, das Ding scheint hier zu sein. Okay, da geht's nicht rein. Und da oben... Ah, da oben ist wieder so ein Pünktchen hier zum Verteilen. Sekunde, wie kommen wir denn da hoch? Bestimmt wieder hier... Okay, soll das hier irgendwie ein Indiz dafür sein, dass wir rüberspringen müssen? Dann hüpfen wir mal hoch, würde ich sagen. Denn die Punkte können wir immer gebrauchen. Ja. Ah, sehr schön. Das hat sich doch schon mal richtig gelohnt. Oh, hallo, Bogen. Und wir nehmen natürlich Vorteilsheften, Vorteilspunkte halten. Rüstung nehmen wir mit. Und ich bin gerade überlegen, ob wir vielleicht den... Ach, der Bogen. Naja, keine Ahnung. Okay, so. Jetzt ist natürlich die Frage. Habe ich gerade meine Rüstung verloren oder habe ich es einfach nur verkackt beim Springen? Ich weiß gar nicht. Ich würde gern die Rüstung mitnehmen, aber ich kann die irgendwie nicht einsammeln. Was ist denn da los? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Naja, egal. Okay, so, dann würde ich sagen, geht's weiter hier in Richtung Ufer hier vorne. Hier haben wir nämlich noch ein bisschen die Bootsrampe. Vielleicht finden wir ein geiles Boot von den Reeds. Ich meine, immerhin sind die ja nicht ganz so, naja, battlearm, sag ich mal. Das wird auf jeden Fall ein bisschen was finden. So. Ja, könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel so bisher findet. Also ich finde es auf jeden Fall ziemlich geil. Ich finde es cool gemacht. Und es macht auch jede Menge Laune und es ist vor allem auch jede Menge Action. Das ist ja auch mal ganz wichtig. Und hier vorne haben wir, glaube ich, hier so ein Schild, aber ich glaube, das habe ich schon. Oh, Bärenwanderung hier. Naja, wir werden wahrscheinlich gleich einen Bären treffen. Wie soll es auch anders sein?
So. Nur irgendwelche Peggys am Start. Da vorne ist einer. Den können wir vielleicht so ausschalten. Ansonsten, das ist zumindest der einzige, den ich sehe. Das heißt aber nicht, dass... Ah, da ist noch mehr. Oh. Okay. Das Schwert der Rechtschaffenheit wird die Herde ausstiften und die Zweifler zerschmettern. Und aus der Asche dieser großen Auslöschung. Okay, so. Zum Glück waren das nur zwei Stück. Danke, Deputy. Johns Leute haben meine Frau verschleppt. Ich weiß nicht, ob sie tot oder in ihrem Bunker ist. Ich weiß auch nicht, was schlimmer wäre. Ich schließe dich in meine Gebete ein. Okay, sehr vielen Dank. Ja, wir schauen mal ganz kurz nach. Hier gab es auf jeden Fall wieder, irgendwo habe ich es gerade gesehen, so ein Dings zum Einsammeln, so ein Heftchen mit neuen Locations, wahrscheinlich irgendein Angleift oder so. So, wir haben auf jeden Fall schon ein bisschen Kohle zusammen. Hier können wir wieder Boote und Flugzeuge kaufen. Die brauchen wir aktuell aber gerade nicht. Dann schauen wir ganz kurz auf die Karte. Was hat sich denn ereignet? Wir haben auf jeden Fall neue Orte entdeckt, aber ich sehe gerade gar keinen neuen. Also hier auf jeden Fall ist noch irgendwas. Hope County Gefängnisbus. Okay, da werden wir wahrscheinlich auch was finden. Ansonsten, wie gesagt, hier so langsam aber sicher. Was haben wir denn hier vorne? Oh, der bewaffnete Konvoi. Den holen wir uns natürlich. Sekunde. Wir machen mal einen Schnellreisepunkt hier hin. False End. Oh ja, so, Schnellreise. Vielleicht können wir den Konvoi ausschalten. Ich meine, beim letzten Mal hat das ja nicht so ganz gut funktioniert. Da wurden wir ja ganz kurz vorm Ende sozusagen gerade noch vom Pastor gerettet. Das war auf jeden Fall schon mal ganz gut. Die Frage ist natürlich jetzt, ob wir das besser hinkriegen. Ich meine, wir müssen es besser hinkriegen. Das soll ja nicht so schwer sein. So, wir schauen mal auf die Karte. Der kommt uns tatsächlich auch entgegen, kann das sein? So, wie soll es anders sein? Gibt es hier natürlich kein Fahrzeug. Gibt es hier irgendwo ein Fahrzeug? Irgendwas zu sehen? Hier ist nichts, gar nichts. Ich will hier so kein Auto kaufen. Ohne dich würde ich hier nicht stehen. Na, ich will jetzt auch nicht 1000 Meter laufen. Das ist auch ein bisschen weit, finde ich. Vielleicht finden wir irgendwie gerade hier noch am Straßenrand irgendwie ein Auto. Da hinten brennt es immer noch. Das brennt schon seit Tagen. Ich weiß nicht, was da los ist. Da sollten wir vielleicht auch mal bei Gelegenheit gucken gehen. Da vorne ist ein Traktor, der allerdings auch schon irgendwie Geschichte ist. So, was macht denn eigentlich Grace? Wie geht's denn Grace eigentlich? Hier, Grace. Wir könnten alternativ aber auch mal... Wir könnten alternativ auch dann Nick rufen, denn ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht, wenn der vielleicht ja mit dabei hilft, den Konvoi zu zerstören. Mit dem Flugzeug sollte es eigentlich gar kein Problem sein. Oder zumindest weniger ein Problem als mit dem Scharfschützengewehr. Von daher, da liegt eine Leiche. Kann man den fahren? Oh ja, komm, fahren wir jetzt mit dem Traktor. Jawohl. Warum denn auch nicht, ne? Fahren wir einfach mit dem Traktor hier durch die Gegend. Fällt bestimmt gar nicht auf. Ich meine, wenn wir nichts anderes haben, dann nehmen wir das halt. Oh, hallo Bär. Oh, Wiedersehen, Bär. Hallo, Freunde, was ist denn los? Ich fahre mit dem Traktor hier durch die Gegend. Sag mal, Landwirtschaftssimulator hier in Far Cry. Okay, gut. 1000 Meter bis zum Konvoi, das ist irgendwie immer noch nicht näher gekommen. Ich guck mal kurz, ob der wegfährt oder ob der entgegenkommt. Ich glaube, der fährt weg. Scheiße. Das ist natürlich nicht so schön. Erntetruck, den können wir noch... Was haben wir hier eigentlich Schönes? Eierfeier, der gute Samariter. Hm. Da ist auch ein bewaffneter Konvoi. Vielleicht den hier? Ich weiß halt nicht, wo die langfahren. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Dieser Traktor ist... Oh, hallo. Erntetruck. Ja, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Huch, da habe ich Zivilisten erwischt. Tut mir leid. Was fahren die denn auch genau rein, sag mal, Freunde? Das ist ja nicht normal hier.
Boah, ey, dieser Traktor. Vor allem, er ist schon voll am Arsch. Oh, hier kommen wir mal aufwarten. Jawohl. Sehr schön. Das läuft. 650 Meter. Das ist... Ich komme hier nicht näher. Vor allem mit diesem komischen Teil. Da wird es ja auch nichts. Aber ich glaube, der... Wir biegen mal hier links ab. Ich glaube, wir kommen dann schon in die richtige Richtung zum Konvoi. So, komm. Mit dem Traktor hier mal rumziehen. Einmal schön rumsliden, Handbremse anziehen. Ihr wisst ja, wie das geht. Beim Traktor fahren. So, Entfernung 500 irgendwas Meter. Aber irgendwie gar kein Traktorgeräusch mehr. Was ist denn hier los? Was ist denn da kaputt? Ich glaube, der fällt gleich auseinander. So, wir gucken auf die Karte. Oh ja. Pass auf, der fährt bestimmt nach oben, ey. Das wär's ja. Das wär's ja noch. Oh shit! Oh shit! Lass meinen Traktor ganz, Freunde. Was ist denn da los? Oh, ich bin ja falsch abgewogen, glaube ich. Oh, Mist. Landwirtschaftssimulator. Far Cry 5. Oh, fuck. Kannst du nicht mal hier an so einem scheiß Laternending vorbeifahren, oder was? So, wo fährt denn der Konvoi lang? Der fährt von uns weg. Ist doch schade. Ach, verdammt. Ich komme nicht voran. Das ist ja blöd. Was ist denn Sektenverfolgung? Moment. Aua. Freunde, hier wird nicht geschossen. Okay, Mensch, hätten wir für klare Verhältnisse gesorgt. Was liegt hier? Hier liegt ein Hirsch, den wir allerdings nicht plündern können. Schade, da ist nicht mehr viel übrig. Na gut, ich meine, nach einem Raketenwerfertreffer ist es auch kein Wunder. Du Freundchen, hier wird nicht geschossen. Ich habe keine Ahnung, auf wen der geschossen hat, da drüben. Wir kommen aber irgendwie nicht voran hier gerade. Wir brauchen ein Fahrzeug. Ich glaube, wir müssen doch ein Fahrzeug holen. Oder... Ah, Moment, da vorne ist ein Quad. Das können wir uns holen. Komm, Quad holen wir uns. Sehr schön. Jetzt sind wir noch etwas mobiler, Mensch, Freunde. Alter, was ist denn hier los? Wo kommt die denn her? Sag mal. Aua. Oh, ich muss hier weg. Ich muss hier ganz dringend weg. Ich habe hier gerade richtig Problemchen. Oh, komm. Oh, das ist eine Straßensperre. Einmal mittendurch, Freunde. Komm, gib ihm. Hier, komm. Oh, ja, voll. Keine Rücksicht auf Verluste. Einfach mittendurch, ne? So läuft das hier. Da kennen wir nichts. Oh, 500 Meter. Wir kommen der Sache näher. Aber wahrscheinlich gehen wir gleich richtig drauf. Da war ein Symbol. So, da vorne scheint der Konvoi zu fahren, wenn ich das richtig sehe. 300 Meter noch, also Regenbogenforellen. Punkt gefunden, sehr schön. Oh, fuck, 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 was ist denn hier los? Aua, Freunde, aua, aua. Oh, Schiete. Okay, vielleicht... Aua, fahren wir hier außen rum.
So, können wir von hier oben irgendwas machen? Sehen wir die Straße? Da ist der Konvoi. Jawoll, schöner Treffer. Geiles Ding. Komm, den anderen holen wir uns auch noch. Oh mein Gott. Freunde, was ist hier los? Oh, shit. Okay, Sekunde. Einmal hier querfeld ein. Da vorne fährt der Konvoi. Also der Rest vom Konvoi. Oh, okay, ist nicht so gut. Oh shit, nee, das vielleicht nicht. Oh fuck, jetzt können wir gleich richtig Probleme. Sekunde, können wir uns hier Nick zur Hilfe rufen? Wir brauchen Unterstützung. Komm. Nick ist am Start mit dem Hubschrauber, glaube ich. Hoffe ich, dass es unserer ist. Oh ne, ist ein Feind. Scheiße. Unsere Buddies, unsere Homies sind da vorne in Bedrängnis. Wir müssen auf jeden Fall helfen. Also hoffe ich, dass es ein feindlicher Hubschrauber ist. Also was heißt, ich hoffe es. Oh ja. Oh, da kommt Nick. Jawoll. Sehr schön, Nick. Weißt du, es ist gute Arbeit. Wie zum Henker kriegt man so einen scheiß Hubschrauber abgeschlossen? Abgeschossen. Nick Rye ist auf jeden Fall am Start. Sehr schön, Mensch. Kriegt er das geschissen mit dem Hubschrauber da oben? Keine Ahnung. Okay, auf jeden Fall haben wir den Konvoi ausgeschaltet. Sehr schön. Und dann guck mal ganz kurz auf die Karte. Wo sind wir denn eigentlich gelandet hier? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ziemlich am Anfang bei der Obstfarm, bei der Kürbisfarm, genau. Sehr schön, Mensch. Hat auch gut funktioniert. So, dann haben wir also im Prinzip nur noch einen Konvoi. Und zwar da hinten. Jetzt ist natürlich die Frage, fahren wir da hin mit einem Quad oder so? Oh, ich guck mal ganz kurz, wo ist denn das Quad hin? Hier, kurz markieren. Da steht's. Ja, ich würde sagen, wir nehmen das Quad auf jeden Fall. Das Problem an der ganzen Sache ist... Oh, ich glaube, der... Ja, sehr schön, Nick. Mensch, hast du gut hingekriegt? Oh, fucking shit. Okay, den haben wir erwischt. Oh, der ist ja direkt hier unter die Leiche da gefahren. Freunde, ich kann euch retten. Kommt raus, Buddies, kommt. Oh Mann, ey, den haben sie aber auch richtig massakriert hier. Unglaublich, ja, echt kranke Menschen hier bei der Sekte. So, wir gucken mal ganz kurz nach. Wo ist denn der blöde Konvoi hin? Der kommt uns hier entgegen. Wir könnten... Ah, komm. Das Problem an der ganzen Sache ist, ich habe jetzt keine Munition mehr. Sekunde, ich glaube, wir gehen mal kurz zurück hier in Richtung False End. Dann holen wir mal ganz kurz neue Raketenwerfermunition und dann machen wir den Konvoi kalt. Ich meine, das ist ja nicht das Problem. Der hat ja gerade gut funktioniert. Man braucht halt nur unbedingt irgendwie nur so ein kleines Örtchen, wo man in Ruhe mit dem Raketenwerfer ziehen kann. Ne? Das ist ja dann nicht das Problem. Okay, so. Ich muss mal ganz kurz hier vorne noch... Oh Gott, und das hier ein Kampfflugzeug? WTF. Oh, Schiete. Wir haben auf jeden Fall gerade richtig Probleme hier. Achso, das haben wir schon geplündert. Wo war denn der andere Tresor? Ich habe das vergessen. Mensch, ich habe da noch einen Tresor gehabt, den ich nicht aufgekriegt habe. Oh, fucking shit. Ich glaube, Nick hat gerade richtig Probleme. Nick, ich komme zur Hilfe.
Oh oh, oh oh, Freunde. Mann, der ist aber auch langsam unterwegs hier. Renne mal schneller, Mann. Ich muss raus das Dach. Oh shit, komm. Nick, nick, nick. Ich komm. Hui, okay, Mensch, ich hoffe, ich glaube, die haben Nick abgeschossen. Schade. Wir gucken mal ganz kurz nach. Ja, okay, Nick ist auf jeden Fall Geschichte. Ja, komm, dann holen wir Grace wieder. Könnt ihr abwechseln ein bisschen, ne? Ist ja auch nicht weiter dramatisch. Okay, so, dann holen wir ganz kurz Munition. Ich kann dir gar nicht. So. Waffen und, ach Moment, zurück. Bin falsch, hier muss ich einkaufen gehen. Auswählen, $400, das ist aber echt teuer. Aber ich sag mal so, ne, es kann ja nicht schaden. So, dann gucken wir jetzt kurz auf die Karte. Wo haben wir denn den Konvoi? Ich glaube, der fährt eh immer da vorne rum. Dann können wir den auch da holen einfach. Und wir brauchen wieder ein Fahrzeug. Man, jedes Mal das Gleiche. Ich glaube, es hat schon einen Grund, warum man hier Fahrzeuge mieten kann. Das Problem an der ganzen Sache ist natürlich, es ist schweineteuer. Also ich glaube, das günstigste Fahrzeug kostet $1.500. Und wenn es kaputt ist, dann ist das Geld einfach mal futsch. Ne? Es ist auch nicht so, dass ich hier wahnsinnig viel Geld habe. Von daher. Shit, wir brauchen ein Fahrzeug. Wir brauchen dringend ein Fahrzeug. Oh, haben wir hier irgendwo ein Fahrzeug? Vielleicht hier vorne direkt. Da ist doch die Tankstelle, oder nicht? Komm, an der Tankstelle gibt es bestimmt irgendwas. Ja, falls jemand von euch irgendwie Tipps hat, wo man vernünftig Geld bekommt, dann immer her damit. Na, halt an, Auto. Oh Mann, bleib stehen. Hallo. Mann. Ich will den Loot haben, der da drin ist. Der bleibt doch mal stehen, du Scheißkarre. Außerdem ist das gleich ein LKW, den ich nehmen kann, hoffentlich. Zu fahren. Ja, hallo. Komm, ist gut. Ist gut. So, Luke auf. Irgendwas Episches drin. Nur Raketenwerfer. Ja, toll. Schöne Scheiße. Naja, okay, haben wir wenigstens einen Wagen. Jawoll! Oh shit. Aua, aua, hallo Freunde, was ist denn los? Oh, oh fuck, ich muss raus hier aus dem Ding. Da haben sie das Ding aber richtig zerlegt. Gar keine Chance. Ich weiß gar nicht, wie die durchgeschossen haben, die Penner. Wie konnte das denn passieren? Okay, ich glaube, der LKW ist gerade explodiert. So, komm, aufgeben. Wenn mich keiner ressen möchte. Naja, komm. Dann respawn. Ja, das Problem ist, ich glaube, der LKW ist nicht so geländemobil, dass man einfach halt ja, einfach Kanonenfutter ist, wenn man da drin sitzt. Das ist natürlich auch nicht so schön. Ich muss mal gucken, ob ich irgend so einen Quad kaufen kann. Ich meine, das ist auf jeden Fall deutlich schneller. So, ja, ist okay. Werkstatt. Okay, die sind also noch deutlich teurer. Wobei man, ich glaube, die muss man erst einmal kaufen und dann kann man die hier spawnen lassen, oder nicht? Weil das habe ich ja zum Beispiel schon. Aber die Frage ist, habe ich das jetzt bezahlt, oder? Okay. Ich glaube, man muss sie jetzt freischalten. Na, hätte ich das gewusst, Mensch, hätte ich dann jedes Mal gleich Fahrzeuge geholt. Unglaublich. Ja, ich glaube, man muss sie erst freischalten und kann die dann halt hier geliefert bekommen.
So, Freunde, dann wird es jetzt hier Zeit für den Konvoi. Wo auch immer der gerade wieder rumturnt. Ich glaube, der fährt hier... wo ist denn der Konvoi? Hallo, Konvoi? Hier, ich glaube, der kommt hier vorne... Ah, Moment. Ah, ich glaube, wir fahren genau drauf zu. Das passt doch hervorragend. Oh, hallo, was war das denn gerade? Ich hoffe, nee, Grace liegt irgendwo hinten rum. Ich sehe. Naja, das tut mir leid, Grace. Ich habe keine Zeit. So, wir gucken mal auf. Ah, sehr schön, okay. Ah, fuck it! Okay, ich habe die Dinger zu kurz vor meine Nase geworfen und ich habe natürlich keine Deckung auf den Quad. Das war ein Sekündchen zu spät. Man hätte, glaube ich, die Dinger einfach hinlegen müssen, um dann zu warten, bis sie vorbeifahren. Aber es sah auf jeden Fall gar nicht so schlecht rauskommen. Das machen wir nochmal. Tut gut, wieder Leute in Falls Ehren zu sehen. Macht vielleicht nicht fair, aber Heimat ist halt. Ja, ich glaube, man muss einfach nur halt entsprechend so. Ich guck mal kurz, ob das Ding hier wirklich kostenlos ist. Also ich habe jetzt 6.800. Oh, ich guck mal. Ich habe immer gesagt, okay, es kostet also nichts, nur das Freischalten kostet Geld. Okay, das ist schon mal richtig gut. Dann passt es ja schon mal. Ich glaube, da vorne auch schon wieder so ein... Oh, fucking, hier fahren aber... Oh, wir müssen einfach mal hier durchs Gemüse. Alter, machen die auf den Schaden. Was ist denn da los? Okay, also einfach durchfahren ist nicht. Also wir können nicht auf der Straße fahren. Da brauchen wir auf jeden Fall, glaube ich, eine bessere Bewaffnung. Wir kaufen uns vielleicht mal so ein Pickup mit so einer Gatling hinten drauf. Die Frage ist natürlich, ob dann unsere Leute auch entsprechend da hinten mit dem Ding schießen. Ich weiß es nicht. Oder ob die sich halt auf den Beifahrersitz setzen. Hm, okay. Das läuft hier noch nicht so, Freunde. Was ist denn hier los heute? So. Was haben wir hier noch Schönes? Haben wir irgendwas? Hier ist auf jeden Fall was Gepanzertes. Was brauchen wir denn dafür? Okay, dann müssen wir erst ein bisschen was freischalten. Haben wir überhaupt irgendwas mit Geschützen drauf? Das Ding, aber es kostet 7.200, das Freischalten. Also ich habe hier, glaube ich, gar nichts von diesen... Moment, den habe ich, den komischen Van habe ich, aber das ist ja nix. Alles so offen. Ja, das Ding könnte man theoretisch kaufen. Kostet auch nur 3.500. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwas, was hier richtig Badaboom macht. Das geht so nicht. Hm, 6.800. Ja, ich kann mir die guten Sachen da gar nicht leisten. Ich muss auf jeden Fall Kohle verdienen. So, passt mal auf, Freunde. Wir machen es mal anders. Wir hupen erstmal. So, pass mal auf, Grace. Ah, shit. Okay, der braucht also deutlich länger. Mist, Mist, Mist. Okay, so, dann wieder einmal davor in diese Richtung. Diesmal fahren wir allerdings ein bisschen außen rum, damit wir nicht direkt wieder auf die... Also nicht so. Oh! Ich wollte gerade sagen, es ist ein Eisenrohr. Schiete! Kannst du nicht mal außen rumfahren hier.
Okay, die schießen offensichtlich nicht auf mich. Sehr schön. Ist das der Konvoi, der auf mich zukommt? Weil ich habe da irgendwie so ein Blinken da vorne. Konvoi ist gerade hinten. Okay, der fährt jetzt gleich hier unten außen rum. Dann nehmen wir hier unten die Brücke als Hinterhaltspunkt. Ich glaube, das passt ganz gut. Oh, hallo Wolf, hallo. Oh, fuck, der Konvoi kommt. Oder? Nee, das ist nicht der Konvoi, oder? Nee, das ist nicht der Konvoi. Entdeckung, komm. Okay, da sieht das schon mal gut aus. Da vorne kommt ein anderer. Ja, alter Mann, da. So, wo kommt denn der Konvoi? Ich habe schon gleich keine Bombenpäckchen mehr hier, weil die ganze Zeit irgendwelche komischen anderen Dinger explodieren. Und da kommt der nächste. Oh! Leid, Grace. Es tut mir leid. Oh. Alter. Ich wechsle die Stellung. Okay. Was zum Henker? Ja, ich hab die nicht getötet, Mann, Alter. Die sind verbrannt. Was soll ich denn machen? Hätte besser laufen können. Okay, der LKW kommt. Sehr schön. Guck mal, der Konvoi. Grace, hallo, komm mal hier. Okay, hallo, was machst du denn da? Komm doch mal weg da. So, Konvoi im Anmarsch, sehr schön. Okay, so, sehr schön. Hinterhalt ist bereit. Direkt schön auf der Brücke. Und da vorne kommen sie. Da vorne kommt der Konvoi angefahren, Freunde. Okay, die fahren außen, oder versuchen zumindest außen rumzufahren. Wo ist aber ein Riesenkonvoi, Alter. Okay, da verbrennen auf jeden Fall ziemlich viele. Ja. Oh, fuck, was ist hier los? Huch, ein nervöser Zeigefinger. Kann ich das Ding eigentlich wieder mitnehmen hier? Ah, sehr schön. Oh ja. Mhm. Das lief hervorragend. Dich in seine dreckigen Finger zu kriegen, Deputy. Beim letzten Mal hast du es gerade noch geschafft. Aber unterschätzt diesen Mistkerl bloß nicht. Dutch out. Du wurdest gezeichnet. Okay, jetzt habe ich wahrscheinlich irgendwelche Kopfgeldjäger am Arsch.
Was ist denn hier vorne los, Freunde? Sag mal, hier ist die ganze Zeit schon Gebumse. Das ist echt Partystimmung. Ja Mensch, dann hätten wir ja auf jeden Fall schon mal die Konvois erledigt. Und ich denke mal, das werden nicht die letzten sein. Die schießen auf irgendwelche Geier hier, glaube ich. Oder Adler. Ja, wie gesagt, das werden nicht die letzten Konvois sein. Und ich denke mal, dass wir dann einfach beim nächsten Mal direkt gleich so einen schönen Hinterhalt bauen können. An einer Brücke, an einer Engstelle, irgendwas in Richtung. Dann sollte das eigentlich einigermaßen passen. So, guti, dann würde ich sagen, soll es das erstmal gewesen sein. Wir haben noch ein bisschen was erreicht. Ich muss erstmal hier ein bisschen Zeug organisieren. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Reinschauen. Lasst mir ein paar Likes da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.